Ja, willkommen zum 17. MKB Cup im Finale. Geil. Und dabei... Was? Schon? Okay. Dabei der Rango, der Genius... Was ist denn da los? Controller gerade gesponnen. Der Miko, der Rango und der Genius. Genius. Okay. Okay. Sagen wir, schließen die mal so schön durch hier. Gucken mal. Ah, nee. Wow. Das war natürlich absolut genial gemacht von mir hier. Ja, genau. Das wollte ich noch ansprechen. Diese Woche gab es kein Quiz. Wem es bis jetzt noch nicht aufgefallen ist, der hat hier irgendwas falsch gemacht. Boah, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wir ziehen gleich hier über den SC. Ich glaube, das könnte sogar der zweite sein. Wohl durch den Turbostreifen. Ja, doch, das passt. Okay, kurz nehmen ist wichtig. Den Rango werde ich versuchen jetzt zu snipen. Och, das macht er clever, das macht er gut. Ja, danke. Ich bin platt wie eine Flunder und komme hier nicht von der Stelle. Meine Fresse. Ah, das Item könnte uns noch helfen. Ja, doch. Es müsste. Sollte nicht klappen. Ach komm. Scheiß Turbostreifen. Allerdings bekomme ich einen Punkt als Vierte. Grandios. Ja, aber also schön war nochmal die SNES Marius Piste hier. Im MKB Cup zum 17. Ja, der Lukas, was der Lukas, ich glaube der LP Lukas hatte das unters, Entschuldigung, Rango, ja, hatte gefragt mich, ja, könntest du mal Videospiele als Gewinn verlosen, machen, etc. Ja, meine Antwort ist dazu, ja. Allerdings dauert das noch ein bisschen. Das ist noch ein bisschen zu früh, um hier Videospiele rauszuhauen. Also die Größe ist noch nicht erreicht von meinem Kanal. Sollte die dann irgendwann da sein, dann ist das natürlich kein Thema. Wie gesagt, das ist halt alles ein bisschen mit... Auch eine zeitliche Sache, eine zeitliche Frage. Ist ja gut. Komm, den tauschen wir hier ein gegen ein Item. Oh, sehr gut. Den möchte ich jetzt behalten. Den möchte ich jetzt behalten. Und wenn wir das ganz clever machen hier, ist das ein sicherer zweiter Platz zumindest. Wenn nicht sogar ein erster, wenn jetzt vielleicht noch ein Stachy kommt. Ja, da ist der Stachy. Das wird definitiv Platz 1. Denn wir ziehen jetzt weg hier, dass uns da kein Ratchel mehr treffen kann. Oh, jetzt kann man hier absolut chillig machen. Und fahren einfach mal hier in die Gasse rein. Nee, doch nicht. Okay, das sieht da schon mal wieder ein bisschen besser aus. Ja, Platz 2. Ja, ich denke, dass ich vielleicht dieses Jahr zum Ende hin, also so lang ist es ja auch nicht mehr. Wir haben ja jetzt bald schon Herbst und so. Da, oh, das ist ein Leck jetzt, dass ich hier so weit vorne starte. Das ist wieder so ein ultimativer Mega-Lag, ja genau, und Genius hat 3 Reds auf Platz... Schade. Auf Platz 2 gezogen. Geht das überhaupt auf Platz 2? 3 Rote, ich glaube das geht, aber ist ziemlich selten. Das ist wie 3 Mushrooms. Dankeschön. Dafür lege ich dir jetzt hier schön 3 Bananen hier hin. Da muss er reinfahren, außer er nimmt die Kurve richtig eng. Wir können ja mal gleich drauf achten. In der nächsten Runde. Das hat er nun davon. Ja, stehen geblieben sind wir bei dem Thema Videospiele verlosen als Gewinn ansetzen zum MKW Cup. Und ja, ich denke vielleicht am Ende des Jahres, dass ich da definitiv ein Special MKW Cup machen werde. Wie das allerdings alles ablaufen wird, das ist wirklich echt nur angeritzt momentan. Das muss ich mir natürlich über ein paar Tage... Ja, muss ich mir ein paar Tage Gedanken machen drüber. Und
Vielleicht gibt es da sogar eine Konsole oder auch Videospiele, ja, wie ich schon gesagt habe, zu gewinnen. Mal gucken, wie weit das geht. Ich habe natürlich auch noch viele gebrauchte Videospiele. Ob da Interesse da ist, weiß ich nicht. Ich habe noch, boah, ich habe glaube ich 200 Game Advance Spiele noch rumliegen. Unübertrieben. Ich hatte jetzt gar nicht drauf geachtet, ob er da reingefahren ist. Das gucke ich mir aber noch mal im Video an. Ich habe ungefähr 300, 200, 250, irgend sowas Game Advance Spiele rumliegen. Ich weiß nicht, ob da noch einer Bock drauf hat, die zu spielen. Oder vielleicht sogar noch aktiv spielt. Da könnte ich vielleicht auch mal einen Schwung, also verlosen zu so einem Special. Vielleicht so 20 GBA-Spiele. Sind auch noch einige Raritäten dabei. Mega Man, Super Mario-Spiele, einige Zelda-Spiele. Das wäre eine Idee. Oder vielleicht richtig krass ein 3DS. Mal gucken, vielleicht geht das auch in diese Richtung. Das kommt auch immer drauf an, wie viele Leute hier mitfahren und wie viel Spaß ich an der ganzen Sache habe. Aber so ein 3DS, das wäre einfach mal, ich glaube, das wäre ziemlich witzig, da sowas zu verlosen. Aber nee, das ist erstmal jetzt Zukunftsmusik. Obwohl das vielleicht sogar schon in einem halben Jahr passieren könnte. Erstmal gucke ich mir die Geschichte noch an. Und ich würde jetzt gerne noch dritter... Okay, warte. Ich glaube, den Rango könnte man noch treffen damit. Och komm. Der ist noch dreimal drumherum geschwebt oben. Der hat 30 Kreise gezogen. Meine Fresse, ey. Ey, dass sich auskackt manchmal. Der Blue... Der... Ich nenne mal Blue Shell. Ich glaube, Stachy ist der richtige Ausdruck. So, finale letzte Strecke, 17. MKW Cup. Hier geht die Post ab sozusagen und ich bin gespannt, wer hier gewinnt. 4 Poolkanonen gibt es zu gewinnen. So schön im Ausklinken des Sommers. Es war ja mega knapp, dass ich die noch erwischt hatte. So, alle hier gleichzeitig in die Kanone. Ja, nochmal zu der Frage zurück. Videospiele verlosen. Die dritte. Och Mann, was macht er denn nur? Übrigens mag ich die Strecke hier. Sehr gern. Ja, Videospiele verlosen. Vielleicht bekommen auch die ersten drei einen Preis irgendwann dann. Also zum Special MKW Cup. Aber dass der... Okay, er hat eine Banane. Ja, weiß ich nicht, dass der erste halt, dass der dritte halt richtig einen ganz simplen Preis bekommt. Sozusagen fast schon einen Trostpreis. Hier meine Banane hin und hier. Der zweite bekommt halt einen ganz normalen Preis, wie es immer gibt im MKW Cup. Und der erste dann zum Beispiel ein 3DS oder vielleicht auch ein cooles Wii U-Spiel. Mal gucken. Und was ich auch, also ich habe ja wirklich echt eine Menge an Ideen hier noch im Hinterkopf. Allerdings brauche ich da noch ein paar Abonnenten, um das alles so krass durchzuführen, wie ich das vorhabe. Und ja, nochmal danke an der Stelle auch an die Leute, die hier wöchentlich Spaß dran haben an der ganzen Geschichte. Der war knapp, da bleiben wir hierfür hängen. Natürlich von vorn. Dafür lege ich jetzt so, so ein paar Bananen hier auf die Brücke, was ich ziemlich fies finde. So. Denn ich habe auch vor vielleicht, wenn, ich sag mal, wenn ich, habe ja schon, okay, Blue Shell, ich habe ja schon gesagt, wenn ich 30 Abonnenten habe, obwohl gesagt hatte ich es noch nicht, zumindest noch nicht offiziell, wenn ich 30 Leute habe, die mitfahren möchten, dann muss ich mir spätestens Gedanken machen über eine Vergrößerung des MKW Cups. Vielleicht dann zweimal in der Woche, also mit richtig noch einer Ausscheidungsrunde. Also dass man dann statt den 3 GPs 4 Stück fahren. Dass ich das nochmal in Gruppen unterteile. Boah, die sind ja gar nicht so weit. Krass. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh. Natürlich. Wie soll es auch anders sein, aber ich denke... Komm rein! Sehr gut. Ich habe vielleicht nochmal vor... ach komm, das rede ich im nächsten Part an.
Das hat ja auch noch ein bisschen Zeit. Wir möchten jetzt natürlich erstmal gucken, wer gewonnen hat. Ich sehe es, glaube ich, schon. Der Genius. Wer ist Genius? Ich glaube, der ist heute... Entweder das hat jemand seinen Namen geändert oder der ist heute zum ersten Mal... Nee, Genius. Zumindest den Mii kenne ich. Ja, auf jeden Fall Glückwunsch an Genius, an Miku und an Rengo. Rengo ist letzter geworden. Der Genius bekommt die 4 Pulkanonen von mir. Und ja, das war der 17. MKW Cup. Nicht vergessen, nächste Woche kleine Pause. Danach der Woche geht's weiter mit dem 18. MKW Cup. Da gibt's dann wieder einen Nintendo-Preis. Ihr wisst Bescheid. Und ja, das war's erstmal soweit von mir. Macht's gut. Bis später und ciao.